Wir haben im letzten Jahr auf der CeBIT unsere Lösung für abhörsichere Sprachkommunikation schon für BlackBerry mit dem Betriebssystem OS 5 vorgestellt. Neu auf der diesjährigen CeBIT ist die Lösung auf OS 7 Betriebssystem und zusätzlich auf Android. Wie das dann funktionieren wird, sehen wir dann aber live auf der CeBIT. Da müssen Sie sich dann noch einen Moment gedulden. Was die Lösung jetzt kann, ist im Prinzip das, was auch schon die Lösung auf Symbian, auf Nokia-Smartphones gekonnt hat, nämlich abhörsichere Sprachkommunikation. Der Unterschied ist jetzt, dass wir als Sprachübertragungskanal Voice-over-IP verwenden. SMS können natürlich selbstverständlich weiterhin gesendet werden und es ist eben kinderleicht. Ich gehe nochmal aus der Applikation raus. Man sieht hier jetzt unser SecoSmart-Logo. Das klicke ich an. Bin jetzt schon dort eingeloggt gewesen. Ansonsten müsste ich nochmal meine persönliche PIN eingeben, damit ich dann nun auch wirklich der rechtmäßige Nutzer dieser Applikation bin. Gehe dann in mein Telefonbuch und habe dann hier mein anderes BlackBerry, welches ich jetzt gerne anrufen möchte. Und das Einzige, was ich machen muss, ist hier auf diese Anruftaste zu drücken. Man sieht jetzt hier einen Verbindungsaufbau zu diesem anderen BlackBerry. Es klingelt, es ist jetzt lautlos, man hört nichts. Jetzt wird die Verbindung eben aufgebaut und die Schlüssel werden ausgetauscht. Das sieht man jetzt hier ganz schön. Und sobald der Schlüsselaustausch eben vollzogen ist, kann ich abhörsicher telefonieren und mir sicher sein, dass keiner meine sensiblen Gesprächsinhalte mithören kann. So, wenn ich das Gespräch dann beenden möchte, kann ich ganz normal drücke ich auf Auflegen. Jetzt ist der Schlüsselaustausch auch vollzogen, ja, sieht man. Nicht, das ist ja hier nicht repräsentativ. Genau, das ist nicht repräsentativ insofern, als dass wir hier eine ganz, ganz schlechte Datenverbindung haben. Und wenn Sie eine optimale Datenverbindung haben, dann ist es viel, viel schneller innerhalb von 1 bis 2 Sekunden maximal, dass die Schlüssel ausgetauscht sind.